So Leute, damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Infamous. Hey Cole, erinnerst du dich an Dwight? Ich habe seine Schwester getroffen. Sie meint, er sei in Schwierigkeiten. Ich wollte wissen, ob du ihn suchen kannst. Dwight? Hat der nicht dein Auto geklaut und auseinandergenommen? Ja, er ist ein echter Chaot. Aber ich stehe schon ewig auf seine Schwester und du würdest mir einen riesigen Gefallen damit tun. Und du meinst, wenn ich Dwight finde, belohnt sie dich? Mann, ich kann von hier aus nichts machen. Sie sagt, sie hat Dwight das letzte Mal im Chummy Chicken gesehen. Er hat wohl dort gearbeitet. Das könnte ein guter Ausgangspunkt für dich sein. Ja, und Sieg hat uns natürlich immer wieder mit seinem Problem belästigt, aber so kennen wir ihn ja. Hallo, wir sind ein Superheld. Wir tun unsere Kräfte ja nicht für irgendwie Frauen klar machen, benutzen. Cole, bist du da? Hi, Trish. Apropos Frauen. Die Leute sterben und ich kann nichts tun. Ich muss einen Bus nach Bayview nehmen und dort nach Vorräten suchen. Ich kam durch den Tunnel. Er ist zerstört. Die Zugbrücke über dem Stone Canal auch. Erinnerst du dich an Roger Miller von Amys Abschlussfeier? Er ist Bauingenieur und hat mit meinem Vater gearbeitet. Er könnte helfen, die Brücke zu reparieren. Er wohnt beim Valentine Park. Ich werde ihn suchen. Gut. Dann haben wir eine Aufgabe. Wäre schlimm gewesen, wenn wir keine hätten. Ja, wir befinden uns jetzt nicht mehr in Warren. Wir befinden uns jetzt nicht mehr hier unten in unserem schönen Neon-Bezirk, wo wir jetzt ein Großteil der Stadt schon wieder, nennen wir es mal, in den relativ normalen Alltag gebracht haben. Wir befinden uns jetzt im Neon-Bezirk. Und, oh, hier ist eine Tonbandaufnahme. Die können wir kurz noch mitnehmen. Hintergrundinformation. Nach dem Bürgerkrieg stiegen die Mitgliederzahlen, da man Menschen mit gleichen Ansichten suchte. Doch erst die Ankunft von Richard Tate 1892 führte zur Gründung dessen, was wir als die Erstgeborenen kennen. Tates Ziel war der Einsatz damaliger Technologie zur Entfesselung der wahren Macht der Mentalisten. Tate glaubte, dass neue Technologien, besonders die von Edison, die mentalen Kräfte der Gruppe verstärken könnten. Ja, John hat mal wieder was für uns hinterlassen. Erstmal hier die Töten. Ja, also wir befinden uns jetzt in Warren. Von Sieg haben wir gehört, dass das hier nicht der schönste Platz auf Erden ist. Wir müssen uns jetzt hier erstmal irgendwie durchkämpfen. Und ihr seht schon, wir haben einen neuen Freund gefunden, nämlich die Müllmänner. Ja, es sind Mülltüten, die auf die Kopf haben. Das wusste ich auch bis jetzt nicht. Ich habe noch nie, glaube ich, so genau hingehört, aber das sind Mülltüten auf ihren Köpfen. Sehr schön. Ja, und das sind irgendwie die Obdachlosen von vorher und jetzt regieren sie den Bezirk. Und wir haben eine neue Fähigkeit erlernt, und zwar die Düsen hier, mit denen wir jetzt schweben können. Um es hier nochmal zu demonstrieren. Whee! Lustig, ich weiß. Okay, sind, oh! Gegner, immer mehr Gegner. Ja, klar. Wo kommst du denn hier? Okay, machen wir erstmal hier die Tankstelle kaputt, einfach weil es cool aussieht. Ich mache diese Tankstelle so gerne kaputt. Ich glaube, es gibt nur eine einzige Tankstelle im Spiel. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber zumindest mache die so gerne kaputt. Sieht einfach so cool immer aus. Okay. Und man tötet immer sehr viel Unschuldige. Das ist natürlich nicht ganz so gut, aber naja. Vielleicht werden wir doch noch ein böser Cole. Okay, gut. Wo ist noch einer? Da. Ich sehe nur leider seinen Mantel. Und das ist eine Mülltüte. Ey, das ist echt eine Mülltüte. Müllmann. Okay, nehmen wir die Aufgabe an. Die Vergänglichen haben Überwachungsgeräte auf meinem Gebäude platziert. Zerstören Sie sie. Und wo war bitte das Bitte? Das Bitte, bitte das Bitte. Ja, okay. Jetzt müssen wir mal wieder zu einem Haus und da kann man das zerstören. Das haben wir, glaube ich, schon ein oder zweimal gemacht. Ja, aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir jetzt hier mal wieder ein paar Bezirke zurückholen, denn bis jetzt haben wir noch gar nichts hier. Würdest du bitte die Scherbe einsammeln? Dankeschön. Also wirklich noch gar keinen Bezirk auf unserer Seite. Und das heißt natürlich, wir können uns noch nirgendwo richtig frei bewegen. Ohne dass hier gleich diese, wie hießen sie nochmal, Dustman auf uns schießen. Ist nicht so gut. Okay, irgendwie in diesen Nebenmissionen, da kann man irgendwie mal gut reden. Aber bevor wir reden, schauen wir erstmal Fernseher. Das ist ja schon das Haus. Ich habe gedacht, jetzt kommt wieder irgendwas, eine Fernsehshow. Okay, ja, in denen kann man irgendwie immer gut über alles Mögliche reden. Ich rede jetzt gerne mal hier über, ich rede natürlich immer über spielbezogen, aber über Infamous könnten wir sehr gut reden. Und warum, warum kann ich den Strom nicht abziehen? Achso, stimmt, wir müssen es ja so machen. Ich würde gerne über was reden, und zwar über Infamous Second Son.
das kann ich, wollte ich jetzt schon mal erwähnen, wurde ja auf der, was war es, GCD, nee, es wurde schon auf der Sony-Messe, wurde es ja schon angekündigt, ja, das gibt's schon, ist ja schon fast uralt wieder, wurde es angekündigt und ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, ich bin ja wirklich wahnsinnig großer Infamous-Fan, ich liebe den ersten Teil und liebe den zweiten Teil noch viel mehr. Auch das Spiel, dieses Mini-DLC Festival of Blood, finde ich einfach super, super gut gemacht. Und ich liebe wirklich Infamous. Und ja, ich fand es da sehr, also nicht sehr traurig, kann man jetzt nicht sagen, aber ich fand es war, ja, ein bisschen, nennen wir es mal, gewöhnungsbedürftig. Dass, ja, also dieses Second Son, was da war, man hat ja, also ein Held, also. Ich glaube, man weiß noch keinen Namen, aber es ist sicher nicht Colin McGrath. Das hat jetzt nicht mit dem Spiel, also mit den Spielereignissen zu tun. Das hat einfach etwas damit zu tun, dass er komplett anders aussieht. So viel kann ich spoilern. Also, das hat nichts komplett mit Spoilern zu tun, aber es gibt Möglichkeiten, da stirbt Cole, es gibt Möglichkeiten, da stirbt nicht Cole. Infamous ist ein Spiel, wo man sehr viel selber, sehr viel selbst mit eigenen Entscheidungen machen kann und ja. Ich will wirklich nicht zu viel spoilern, weil, also, ja. Aber es ist zumindest so, es wurde halt ein cooler Trailer sein, der sah auch echt gut aus und es wurde auch irgendwie gesagt, dass das, ja, Spielgrafik teilweise schon gezeigt worden ist und das war natürlich schon sehr beeindruckend. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ja, weil da war so ein Pseudo-Held, der sah einfach nicht so cool aus wie Cole. Ich weiß, Cole sieht jetzt auch nicht so, nennen wir es mal, einzigartig aus, so, keine Ahnung, so wie. Also ich weiß noch so, Cloud zum Beispiel aus Final Fantasy kennt ja jeder, der sieht, also ich glaube, den kennt man überall her. Und Cloud, der hat ja dieses typische Aussehen, dieses Drei-Tage-Bart, dunkel bis hellbraune Haare, ja, 1,80, ach, das, die sind ja, also viele Helden sind gleich, also trotzdem, irgendwie habe ich mich an Cloud gewöhnt und irgendwie mag ich den auch sehr. Und ich bin mir nicht sicher, wie in Famous Second Son so wird. Ihr könnt ja gerne mal selber schreiben, was ihr so von Famous Second Son gehört habt und ja, was ihr so davon haltet, dass man halt eben nicht mehr Cole spielt. Und das, also man hatte gesehen, dass der eine komplett andere Fähigkeit hat. Das hat sicher nicht mehr mit der schönen Elektrizität zu tun. Und ja, was sich da so entwickeln wird. Aber naja, wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern für alle, die Infamous 1 und Infamous 2 noch nicht kennen. Aber zumindest, glaube ich, kann man sagen, man hat einen neuen Held. Das hat ja wirklich nichts mit Spoilern zu tun, weil das sieht man ja im ersten Bild. Und ja. Meinungen könnt ihr gerne mal so schreiben. Das wird später das Spiel wird ja auch für die PS4 erscheinen. Da werde ich mich werde mir wahrscheinlich auch eine PS4 holen. Vielleicht noch nicht direkt am Release, aber irgendwann, da ich ja mir jedes Sony-Konsole hole, einfach weil Sony cool ist. Und jetzt mal, warte, das machen wir cool. Komm, wartet. Ey, das sieht so cool aus, dieses Bild immer. Ja. Und ich freue mich schon, also auf Infamous Second Son, so ist es jetzt nicht, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich so ein wirklich grandioses Spiel wird wie Infamous 2. Einige Leute haben echt zu viel Zeit. So, erstmal jetzt wieder ein paar blöde Obdachlose hier töten. Klingt irgendwie grausam, aber wir machen gerade das da. Ja. Schaut mal, holt ihr euch eine PS4? Würde mich einfach mal so interessieren, einfach mal so. Weil, gerade glaube ich, kann man nicht so viel Story-Bedingte sagen, außer dass hier die Dustmen immer noch auf uns ballern, ohne dass wir ihnen irgendwas getan haben. Ganz ehrlich, das, okay, diese Reaper kann ich ja verstehen, dass sie auf uns ballern, weil den haben wir, mit denen schlängeln wir uns immer rum, aber die Dustmen, erste Begegnung, sie schießen auf uns, ohne dass wir das Geringste nur gemacht haben. Aber naja, schießt dann ein MG auf uns. Da gehe ich vielleicht mal weg. Wir gehen lieber da in den Bezirk, wo Strom ist, denn das ist so meine Geschöne. Ja, also schreibt mal gerne, was ihr so von der PS4 haltet, ob ihr euch eine holen werdet. Also wie gesagt, ich werde mir sicher eine holen. Ich fand auch, das neue Killzone sieht unglaublich cool aus. Killzone ist eine Serie, die ich schon sehr lange einfach mal spielen wollte. Bin leider bis jetzt immer noch nicht dazu gekommen. Wir machen jetzt diese Gassi gehen. Kann ich auch irgendwie das markieren? Ja, kann ich, okay. Sollte markiert sein, dieser kleine lilane Punkt da. Ja, und wow! Was kommt da, Sophie? Ich habe keine Lust auf euch. Ja. Und, also, wie gesagt, wer von euch holt halt eine PS4? Warum? Wieso? Weshalb? Das übliche halt. Polizei. Ich will eine Mission haben. Du kannst sie doch eh nicht besuchen. Du bist scheiße. Oh. Jetzt habe ich sie besiegt. Kann ich jetzt die Nebenmission annehmen? Sie ist wahrscheinlich tot. Da. So, darf ich jetzt hier die Mission machen? Ja, ich mache hier in diesem Part ein paar Nebenmissionen. Zu mehr kommen wir wahrscheinlich auch nicht. Hey,
müssen sie befragen. Eskortieren. Okay. Kann ich den nicht einfach töten. Okay, lauf. Hopp. Wir haben nicht ewig Zeit. Es lauft doch. Gassi gehen. Schneller, schneller, schneller. Du kannst mal wieder leben. Okay. Solange wir hier mit denen ein bisschen Gassi gehen, die stoppen nach einer Weile, da müssen wir einen Elektroschock geben. Ich muss hier einfach gerade nur so zum Spaß. Ich glaube, da kommen auch ein paar Gegner. Ja, wow. Jetzt werfen sie mit Steinen auf mich. Ich bin ja so übelst beeindruckt. Ganz dumme Idee, kann ich nur zustimmen. Ja. Solange kann ich wieder noch ein bisschen über die PS4 reden, weil die ja wirklich sehr cool ist und jetzt die erste Next-Gen-Konsole wird mit einer wirklich neuen Grafik, weil also die Nintendo Wii U, die ist ja ganz nett, dagegen kann man nicht sagen, aber also eine Grafikrevolution ist diese sicher nicht. Die PS4 wird sehr schön, sehr gut werden, hoffe ich jetzt einfach mal. Was ballert auf mich? Ich habe doch keine Lust auf. Du hast es gewagt, beim Schluss hast du aber nicht. Ich bin sehr enttäuscht von dir, okay. Zack, 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 zack. Tatsächlich, die Situation sollten die Gefangenen irgendwie hier, irgendwie benutzen halt, um zu entkommen, anstatt hier vorher einfach so mal weglaufen. Das würde ich jetzt nicht mitkommen. Ja, ich schaue euch nicht an. Okay, Strom. Strom. Okay, wo ist der mich abschießt? Ah, da versteckt er sich. Was, der? Das war doch ein Kopfschock. Das war doch... Drei Schüsse in den Kopf überlebt. Das überlebt man nicht mit Kugeln und mit Blitzen noch weniger. Aber naja, lauf mal jetzt gefälligst. Zumindest PS4, also auch andere Titel wie Killzone, dieses neue Killzone, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, werden sehr cool. Wie gesagt, Killzone ist ein Spiel, die schon sehr lange spielen würde. Und auch viele andere Teile gibt es, die sehr cool aussehen. Es wird auch sicher ein neues Uncharted geben. Oh, nervt mich doch nicht. Ganz ehrlich, soll ich jetzt echt hinterherlaufen? So. Soll ich dich jetzt hauen? Bist du dann glücklich? Also es wird wahrscheinlich auch ein neues Quantic Dream Spiel, also die Macher von Hell Rain werden wahrscheinlich auch ein neues Spiel machen und das wird dann schon sehr schön werden. Wie gesagt, ich freue mich auf die PS4 und möchte jetzt wieder über Spiel labern. Gut, ich bin ja nicht irgendwie so Commentary-Heini oder so. Sind wir jetzt im Gefängnis? Komm, hier sollte jetzt reingehen. Komm, hopp. Das ist doch Gefängnis. Das ist doch das Gefängnis, oder? Also ich weiß nicht. Sieht für mich sehr gefängnisartig aus. Dankeschön. Ah, ich habe gedacht, er sagt jetzt irgendwas. Irgendwie toll gemacht, Cole, du bist Genie. Ich will Kinder von dir oder sowas. Aber nee, nee, nee. Natürlich immer voll langweilig. Okay, wir haben 2 von 14 guten... Mann, ich hätte nicht gedacht, dass hier wieder Normalität einkehrt. Das ist gute Arbeit, Mann. Oh, wir haben jetzt 2 von 14 guten Missionen abgeschlossen. Ach, das ist ja blöd. Ich habe gedacht, wir haben schon mehr gemacht. Okay, dann... Ja, Pech gehabt. Was ist hier? Hä, was ist? Hä, was? Soll ich die wiederbeleben? Oder was will die Schreckschraube hier? Mach doch gerne. Was willst du von mir, Oma? Was hat die... Hä, was? Was sind das für Gesten? Oh, oh. Nee, du regst mich jetzt auf. Ehrlich, Mann, was sind das für eine merkwürdige Frau? Jetzt, geh mir nicht auf die Nerven. Ehrlich, ich weiß nicht, was du von mir willst. Was ist das hier? Satellitenver. Ah, okay, das Satellitenspiel. Ja, das können wir nochmal kurz machen und ich würde sagen, dann können wir den Part beenden. Gut, ja, zuerst eine Schnittstelle gehen und ja. Im nächsten Part werden wir dann auch wieder hier Hauptmission, super tolle, spannende Hauptmission machen und dann werde ich nicht so viel über alles Mögliche reden. Okay. Energie entzogen. Jetzt heißt es laufen. Wo ist der nächste? Und ihr seht jetzt mit unserem wunderschönen neuen Gleiten geht es natürlich um einige schneller. Auch wenn ich hier... Ah, da oben ist er. Okay, gut. 6 Sekunden. Vielleicht sollten wir uns ein wenig beeilen. Wäre gar nicht so schlecht. Schnitzel verbrennt. Vorbeirennen. Verbrennt. Vorbeirennen. Alles das Gleiche. Okay, komm. Zack, 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 zack. Oh, dieses Gleiten. Das macht so... Echtes Spiel macht das wirklich um einiges dynamischer. Ist sehr schön. Okay. Springkohl. Das war jetzt knapp. Das war jetzt sehr knapp. Okay, gut. Dann haben wir die Mission, würde ich sagen, abgeschlossen. Und perfekt 15 Minuten, wenn ich mich nicht ganz irre, erreicht. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal wieder einen kleinen Cut. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Infamous. Und ja, dann geht es weiter mit einer Hauptmission. Schauen wir mal. Wir haben 2 Hauptmissionen, wenn ich mich nicht ganz irre. Einmal hier, die da.
Die da, hatten wir nicht eine zweite? Ein alter Freund? Wir hatten doch noch eine, oder? Bilde ich mir das ein? Nee, wir haben doch noch eine andere. Siegs bitte. Wer kümmert sich schon bitte um Sieg? Okay, Leute, dann geht's im nächsten Part weiter mit Hauptmissionen. Bis dann, euer Dem Simafix. Haut rein. Ciao.